Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ach Mann, das ist irgendwie... Was hast du da gemacht? Irgendwie ist es nicht das Gleiche, oder? Nee, es wäre wirklich ein bisschen cooler, wenn du hier wärst. Das geht ja aber nicht so richtig. Aber Jonas... Ich bin doch da! Sarah! Jonas! Sarah! Jonas! Jonas! Oh, Sarah! Echt jetzt? Ach, ich hätte dich so gerne umarmt. Ich dich auch, aber Sicherheit geht vor. Das stimmt, gut, dass wir die Scheibe haben und trotzdem gut, dass du da bist, denn heute haben wir unglaublich viele und coole Gäste. Unter anderem sind Vanessa, Simon und Florian da. Das sind die neuen Togo-Radio-ModeratorInnen und die nehmen uns auch noch in ihr Studio mit und zeigen, wie da alles funktioniert. Dann würde ich sagen, los geht's, oder? Und Achtung, ich mach dich nochmal kurz nass. Jetzt habe ich mich selbst nass. Du musst dich erst noch an die Scheibe gewöhnen, oder? Voll. Mein Glück. Wochenende! Oh, ich freue mich so, hier zu sein. Aber irgendwie ist es auch noch ein bisschen ungewohnt. Ja, das stimmt besonders hiermit. Aber damit du dich ein bisschen eingewöhnen kannst, habe ich da was für dich. Echt? Ein Geschenk! Nein, nicht dein Ernst. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Echt jetzt? Oh, wie cool. Warte, ich schmeiß dir rüber. Ah, warte, ich habe eine Idee. Dafür haben wir doch unsere Hände. Oh, gar keine schlechte Idee. Moment, das ist für dich. Und wir haben es. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Was? Oha. Nein. Oh, wir kennen uns so gut. Dankeschön. Danke. Das ist ja cool. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Fußballspieler, wenn man Trikots tauscht. Stimmt. Ha. Apropos, Lisa, die zeigt euch jetzt, wie man aus Fußballspielern bzw. aus euren Fingern Fußballspieler machen könnt. Oh. Ach, ich bin schon ganz durcheinander. Sollen wir es jetzt endlich anziehen? Auf jeden Fall. Los geht's. Anprobieren. Willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa. Spielt ihr gerne Fußball? Also ich muss sagen, ich bin nicht wirklich gut darin. Aber dafür bin ich ein Meister im Fingerfußball. Und das kann man ganz einfach selber basteln. Das Beste am Fingerfußball ist, dass ihr nicht viel Platz braucht und auch bei schlechtem Wetter spielen könnt. Was für eine tolle Sportart. Ich meine, man kann schon Sport dazu sagen, oder? Schließlich bewegen sich ja die Finger. Das tun sie übrigens auch beim Basteln. Und was ihr alles für heute braucht, das seht ihr jetzt. Eine Müsli-Verpackung, eine leere Taschentuchbox, ein Bleistift und Radiergummi, ein Lineal, ein Obstnetz, eine Schere und ein Kleber, Filzstifte, ein großes Stück Pappe, zum Beispiel von einem Malblock, ein weißes Blatt Papier und einen Flaschendeckel. Und jetzt geht's auch schon los. Schneidet euch ein großes Stück Pappe aus einer alten Müsli-Verpackung. Die hat nämlich die perfekte Dicke für unsere Spielfiguren. Zeichnet zwei Kreise ein, die ungefähr den Durchmesser von euren Fingern haben sollten. Wenn ihr das schlecht einschätzen könnt, dann zeichnet die Kreise zuerst etwas kleiner. Die schneidet ihr nun aus. Dazu könnt ihr zuerst mit einem Bleistift ein Loch einstechen. Dann ist es einfacher, die Schere hineinzustecken. Das Ausschneiden erfordert Fingerspitzengefühl, aber mit etwas Geduld schafft ihr das. Jetzt könnt ihr testen, ob euer Zeige- und Mittelfinger durch die Löcher passen. Wenn nicht, dann vergrößert sie so lange, bis die Finger durchpassen. Die Löcher sollten aber nicht zu groß sein, da sonst die Pappe später von euren Fingern rutscht. Jetzt könnt ihr eine Spielfigur auf eure Pappe malen. Natürlich sind die Löcher der Unterkörper, da die Finger ja unsere Beine darstellen. Deshalb male ich um die Löcher herum eine Hose. Den Oberkörper könnt ihr so malen, wie ihr möchtet. Wenn ihr eure Figur gezeichnet habt, dann könnt ihr sie noch bunt anmalen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie noch schwarz umranden. Jetzt könnt ihr die Figur ausschneiden. Und fertig ist euer Fingerfußballspieler oder Spielerin. Ihr könnt euch auch mehrere Figuren basteln und immer mal durchwechseln. Oh Moment, wir brauchen ja noch einen Fußball, Fingerball. Dazu könnt ihr einfach einen kleinen Ball nehmen, wenn ihr einen zu Hause habt. Oder ihr bastelt euch einen Fingerball aus einem Flaschendeckel. Dazu legt ihr den Flaschendeckel auf ein Blatt Papier und zeichnet mit einem Bleistift drumherum. Auf den Kreis könnt ihr jetzt ein Muster malen, das euer Ball bekommen soll.
Auf meinem Ball male ich zuerst einen Kreis in die Mitte und weitere 6 drumherum. Die verbinde ich mit Linien. Sieht doch aus wie ein richtiger Fußball. Dann könnt ihr den Kreis ausschneiden und auf den Flaschendeckel kleben. So kann man auf jeden Fall schon Spaß haben, aber mit einem Tor macht es noch mehr Spaß. Und das basteln wir uns jetzt aus einer leeren Taschentuchbox. Zuerst schneiden wir uns eine Toröffnung aus. Dazu zeichnen wir uns 3 Linien für unsere Torpfosten ein. Ich habe hier einen Abstand von 1,5 cm genommen. Dann könnt ihr das Innere vorsichtig wegschneiden. Das Tor kann man jetzt schon benutzen, aber ich möchte, dass es wie ein richtiges Tor aussieht. Dazu braucht ihr ein Obst- oder Gemüsenetz. Dreht euer Tor um und zeichnet euch ein Rechteck auf. Ich habe hier wieder einen Abstand von 1,5 cm eingezeichnet. Das schneidet ihr wieder vorsichtig aus. Euer Obstnetz könnt ihr auf die Größe des gesamten Tores zuschneiden. Verteilt jetzt Kleber auf die inneren Ränder eures Tores. Dann klebt das Netz an den Rändern fest. Dafür braucht ihr etwas Fingerspitzengefühl. Wenn das Netz fest ist, dann könnt ihr euer Tor aufstellen und schon ist es fertig. So einfach bastelt man sich sein eigenes Tor und damit könnt ihr auch schon direkt losspielen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch noch ein eigenes Spielfeld basteln. Dazu braucht ihr einfach nur ein großes Stück Pappe, klebt das Tor auf und malt es an, damit es noch realistischer aussieht. Aber jetzt wird erstmal eine Runde Fingerfußball gespielt. Alleine spielen macht schon Spaß, aber gegeneinander spielen macht natürlich noch mehr Spaß. Dann könnt ihr nämlich herausfinden, wer von euch der Fingerfußballmeister wird. Eine genaue Anleitung zum Fingerfußballspiel findet ihr auch nochmal auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Togo Show Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und beim Trainieren. Vielleicht gehe ich mal lieber raus und übe wirklich Fußball spielen. Macht's gut! Oh. Oh, ich mache das lieber draußen. So, Sarah ist gerade nicht da, aber jetzt das Coole, sie ist immer noch da. Voll schön, dieses Shirt. Ja, die bereitet jetzt gerade hier diese wunderschönen Schilder vor, denn wir spielen gleich mit dem Team von Togo Radio ein richtig cooles Spiel. Und davor nehmen sie uns aber erstmal mit hinter die Kulissen von Togo Radio und zeigen uns, wie das da alles abläuft. Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr, morgens im Bett liegen bleiben zu wollen, denn jetzt habt ihr uns, Vanessa und Simon. Hey! Hallo! Kommt rein, willkommen! Normalerweise hört ihr uns ja nur im Radio, wisst gar nicht, wer spricht da eigentlich. Also so sehen wir aus. Und sorry. So sieht es hinter den Kulissen aus. Das ganz Besondere für uns war, dass das Studio ja extra für uns und für euch neu gebaut wurde. Und zu wissen, dass ich quasi die Erste bin, die auf den Knopf drückt oder die Erste bin, die die Kopfhörer auf hat, das war was ganz Besonderes. Das sind Ihre Knöpfe hier unten, das sind ungefähr so 100 Stück. Genau, und du hast? Diese Fernbedienung, um das Licht einzustellen. Und da sind die Mikrofone. Und manchmal, auch wenn Simon mich nervt, dann lasse ich seins einfach aus. Du lässt es echt aus, ne? Ich lasse es aus. Wir können aber auch zum Beispiel dieses Pad hier benutzen. Ne? Können wir zum Beispiel auf die 1 drücken. Das ist sowas, das bauen wir immer zwischen die Songs. Togo-Radio-Zeit. Ja, 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 ja. Das hat Simon, glaube ich, eingesungen. Und ich mache im Prinzip nur so. Und das sieht so aus, als würde ich arbeiten. Oder? Viele fragen uns auch immer, was macht ihr eigentlich, während die Musik läuft? Wir gucken natürlich, was passiert gerade aktuell. Das Ganze runtergebrochen auf leichte Moderation, dass wir nicht zu komplizierte Sachen machen. Hier stehen wir jetzt am Platz für unsere Studiogäste. Und auf wen ich mich schon freue, das ist ja dein bester Kumpel, Wusel. Ja, Wusel wird auch vorbeikommen. Wie groß ist er denn? Sitzt er dann auf dem Tisch oder wie macht er das? Ja, das müssen wir uns noch genau überlegen. Ich habe ihm erstmal gesagt, das ist alles so extra für ihn so hingebaut worden. Und hat er gesagt, so. Oh, dann kommt er gerne. Aber wichtig ist, hier sind halt unsere Gäste. Wir müssen jetzt ganz dringend mit unserem neuen Baby-Elefanten raus. Das ist unser Haustier hier. Der ist stubenrein und dem kann man immer super Gassi gehen.
Das heißt, wir sehen uns gleich im Studio. Und Elefanti, Vanessa und ich müssen jetzt... Komm, wir haben noch 20 Sekunden. Wir müssen jetzt schnell hier raus. Okay, alles klar. Tschüss. Sag tschüss, Elefant. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Ja, und von Togo Radio zur Togo Show. Jetzt haben wir nämlich die drei da. Und zwar Simon, Vanessa und Florian. Hallo. Hallo, Jonas. Hallo. Schön, dass ihr gekommen seid. Die wichtigste Frage für zuerst, und zwar, ihr werdet ja jetzt jeden Morgen sozusagen die ZuhörerInnen in den Morgen reinschicken und begleiten. Was können wir da alles erwarten? Oh, was könnt ihr nicht erwarten? So. Gut. Also wir sind natürlich da, wir begleiten die ganze Familie durch den Tag, durch den Morgen. Und das ist ja so ein schweres Ding, so ganz vorsichtig, ganz sensibel. Wenn man morgens aufsteht, will man ja keinen, der einem ins Ohr schreit. Wir haben gute Musik, wir haben Infos, Nachrichten sind ja auch mit im Programm. Und ein bisschen Spaß wollen wir natürlich auch haben. Also es ist der perfekte Start in den Tag für die Familie. Also oft hört man ja die Nachrichten, wenn die Eltern Radio hören und dann checkt man das gar nicht richtig und denkt sich, hä, was ist da eigentlich los in der Welt? Bei uns ist das eben ganz einfach erklärt, so dass es ihr versteht und die Eltern ja, vielleicht dann auch. Das ist ja, ihr beginnt ja auch schon sehr früh, muss man sagen. Ihr macht ja eine Morgenshow in dem Sinn. Das heißt, wann müsst ihr genau aufstehen? Und fällt es euch ein bisschen schwer, da aufzustehen? Tja, um 4:30, 4:30 Uhr, sowas. Also am Abend vorher duschen, ja, und vielleicht schon mal die Klamotten anziehen. Nein, also früh, es ist schon früh. Aber ich sag immer, wenn der Wecker morgens klingelt, ist das erste Gefühl ja mal doof, ne? Also erstmal ist man ja so genervt, weil man will ja eigentlich weiterschlafen. Ja. Und ob ich jetzt um 4:30 Uhr denke, doof, oder um 6 Uhr, ist eigentlich auch egal dann, ne? Gibt es da was, wie ihr euch gegenseitig auch vielleicht motiviert im Studio? Also habt ihr irgendwie einen Song für morgens? Macht ihr da Muck für euch an oder... Ich guck die beiden an, dann bin ich motiviert genug. Oh, genau. Wenn du das siehst, dann läuft's bei dir, ne? Ja. Also schon mal sehr schön. Also ich glaube, dadurch, dass wir selber so Bock haben und so Lust haben auf die Sendung morgens, das motiviert genug. Ne? Also das ist wie auch in der Schule, ne? Dass man sagt, oh, ich habe heute irgendwie ein cooles Fach oder ich treffe meine Freunde. Ja. Und das ist Motivation genug eigentlich. Ja, gut, und wenn man diese Motivation jetzt hören möchte, wo muss ich einschalten? Also wo kann man euch hören? Ich weiß was. Na, sag mal. Togo.de. Richtig. Oder auf den Streaming-Plattformen wie TuneIn. Oder auf der App. Ne? Vielleicht habt ihr ja schon ein Handy oder ein Tablet oder könnt mal von der Mama eins ausleihen. Und da haben wir eine App, die Togo-App. Ja, ihr seid ja zusammen ein Team und startet sozusagen jeden Tag in den Morgen. Da muss man sich ja auch ein bisschen gut kennen. Und das wollen wir mal mit euch testen, wie gut ihr euch wirklich kennt. Seid ihr bereit? Klar. Hey. No. Bereit geboren, heißt das so? Ganz kurz, wie heißt du nochmal? Ihr wurdet von uns jetzt mit drei Schildern jeweils einmal ausgestattet und auf diesen Schildern seid ihr selbst drauf. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn, oder? Ihr kriegt nämlich jetzt von mir ein paar Fragen und jedes Mal müsst ihr euch entscheiden, wer passt besser zu dieser Frage. Als Beispiel, wer von euch isst am liebsten Spaghetti? Simon! So, das würde schon mal keinen Punkt ergeben bei euch, weil ihr seid euch alle drei nicht einig gewesen. So, es gibt nur einen Punkt, wenn ihr euch einig seid. Ihr seid bereit? Ja. Gut. Aber nicht Abschreibung. Also, die erste Frage. Wer hat den besseren Musikgeschmack? Okay. Simon. Gut. Mich selbst natürlich. Was? Oh, und Simon hat schon mal freiwillig gesagt, der Florian. Ja, deswegen hast du auch keine Nachbarn, sind alle ausgezogen. Ja. Wer verspricht sich öfter? Oh, okay, gut. Weil er so schnell redet, Sein Mund kommt mit seinen Gedanken nicht mit. Ja. Gut, dann guck mal bei der nächsten Frage. Und zwar, wer würde eher im Radio popeln? Also, wir sind ja noch nicht so ganz lange hier zusammen. Mhm. Ist aber leicht. Oh! Okay, die Jungs sind sich sicher. Wer macht denn am meisten Blödsinn? Seid ihr euch da einig? Ich hätte es mir aber auch irgendwie gedacht gerade. Du musst gar nicht so lachen, du kommst gleich auf Platz 2. Ich lach doch gar nicht, das ist mein ernstes Gesicht. Ach so, das ist das Ernste. Wer kann denn von euch am wenigsten singen, wenn man schon über Musik reden, das ihr ja auch macht? Das ist auch leicht. Also lustigerweise seid ihr euch immer einig, wenn es um Simon geht, ne? Ja, ich mach sowas wie und ihr fühlt euch dann gestört. Also es ist... Ja. Keine Chance. Und wir bleiben mit der letzten Frage auch noch beim Thema Musik. Yes. Wer von euch tanzt denn auf Musik am schlechtesten? Achso. Wer ist mit der schlechteste oder unabsichtlich? Tanzer? Ohne Absicht. Ohne Absicht. So, wenn ihr jetzt im Radio steht und tanzt, wer hat die... Du kannst... Komm du mir mal nach Hause. Du hast einen Rhythmus wie ein kalter Kühlschrank. Nee. Okay, das könnt ihr auf jeden eigentlich? Fall noch mal ein bisschen üben. Der Punktestand, den gucken wir uns jetzt noch mal an.
Und ihr habt tatsächlich 3 Punkte. Hey, das ist doch gut. Ihr seid euch bei Simon auf jeden Fall immer sicher. Ja. Ich habe die Punkte reingefahren, Freunde. Aber hey, wir haben ja auch jetzt erst die erste Woche moderiert zusammen. Genau. Wir hoffen ja noch auf Jahre, ne? Und dann machen wir das einfach noch mal in einem Jahr. Vielen Dank, dass ihr jetzt mal da wart. Danke, euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch super viel Spaß. Und wir haben noch mal etwas Neues für euch. Zusätzlich zu Togo Radio. Aktuell kann man ja gewisse Dinge noch nicht so richtig machen wie zuvor. Ja, und da kann es einem zu Hause auch mal ein bisschen langweilig werden. Aber gar kein Problem, denn ab sofort gibt es für euch die Spirit Wild und Frei Abenteuer zu Hause Challenge. Da zeigen euch nämlich verschiedene YouTuberinnen richtig coole Sachen, die man zu Hause machen kann. Und den Anfang, den machen Lia und Alfie. Lia und Alfie sind das Traumteam auf Hufen. Klar, dass sie sich den Spirit Wild und Frei Abenteuern zu Hause stellen. Heute kann sich Alfie aber erstmal ausruhen, denn für Lia geht es in ihre eigene Zirkusmanege. So, ich starte jetzt mit dem ersten Zaubertrick. Ich mache das hier jetzt einmal mit einer Schale, weil sonst die Sachen, die wir dafür brauchen, rausfliegen. Und zwar brauchen wir so Schaumstoffbälle und die sind ganz, ganz leicht und deswegen fliegt das ganz schnell weg. Aber im Haus könnt ihr das auch einfach auf dem Tisch machen. So, jetzt nehmen wir diesen Becher, drehen den um. Dann legen wir sowas da drauf und legen die anderen beiden Becher da noch drauf. Jetzt. Agrakadabra. Tada! Ich mach's noch einmal. Also ich lasse den hier liegen am besten jetzt. Und dann tue ich den wieder da drüber. Dann legen wir da wieder so einen Ball drauf. So. Abracadabra. Tada, jetzt sind da 2. So, ich erkläre euch den Trick jetzt noch einmal genau, denn natürlich fällt hier nicht einfach so etwas durch, sondern war es so, dass ihr ja nur wusstet, dass hier 3 Stück liegen und was ich euch die ganze Zeit verschwiegen habe, dass hier noch ein 4. drin ist und das müsst ihr halt auch eurem Publikum dann verbergen, denn ihr dreht den ja um, so, dann legt ihr einen oben drauf, macht die Becher da drauf und dann Abracadabra und dann lag hier einer drunter. Aber hier ist immer noch einer drin. Ich zeige euch das jetzt noch einmal. Dann habe ich ja einen so darunter liegen lassen. Und da, wo der eine drin ist, den habe ich wieder so darüber gestülpt. Dann da einen draufgelegt, die Becher drüber. Abracadabra. Jetzt lagen da 2, aber hier ist immer noch einer drin. Und das könnt ihr eigentlich so oft machen, wie ihr wollt, mit so vielen, wie ihr wollt. Und ja, so könnt ihr super eure Freunde austricksen. Wenn ihr einen Hund habt, könnt ihr auch mit dem noch Kunststückchen machen. Das ist unsere Lana und mit der kann ich euch auch ein bisschen was zeigen. Sitz, Pfote, hübsch, Sitz, Platz. Okay, komm her, hier hin, Sitz, bleib, komm hier. Super, kommst du wieder zurück? Super, gute Bunnylein, fein. Und wenn ihr einen Hund habt, könnt ihr das ja auch mit dem üben, wenn ihr einen Hula-Hoop-Reifen oder sowas habt. Einfach so zeigen, dass er davor keine Angst hat, ihm den erstmal zeigen. Und ja, vielleicht steigt er ja ganz freiwillig durch. Mega coole Ideen von Lia und Alfie. Ja, und wenn ihr das Ganze jetzt zu Hause nachmachen wollt, dann habe ich noch eine richtig gute Nachricht. Ihr könnt nämlich was gewinnen. Und zwar richtig coole Spirit-Fan-Pakete. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf togo.de gehen und dort einmal nach Spirit Wild und Frei Abenteuer zu Hause suchen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Und jetzt noch eine Frage. Wo ist Hokus Pokus Fidibus. Ja, Jonas, darauf haben alle gewartet. Ich arbeite an meinem eigenen Zirkusprogramm. Und für den ersten Programmpunkt lasse ich einfach mal einen Keks weg. Verschwinden. Sagen wir es mal so. Und dafür braucht man einfach nur einen Keks und ein magisches Zaubertuch. Mhm. Zählen wir bis 3. 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, noch mal ein bisschen länger, bitte. Lass mich mal raten. Isst du den Keks gerade? Er ist weg. Er ist in deinen Backen. Links. Nein. Besonders links in der Backe. Mhm. Gut, solange du deinen Keks weiter verschwinden lässt oder was auch immer, sag ich schon mal tschüss. Das war's mit der Togo-Show für diese Woche und wir sehen uns natürlich jederzeit auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Sinne, tschüss! So, soll ich mal einen Zaubertrick machen? Ja. Achtung, pass auf, ich kann auch verschwinden. Guck mal, wow. Ich bin weg! Ich liebe diesen Zaubertrick, das bedeutet nämlich mehr Kekse für mich! Oh.